Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mad Games Tycoon bei den Delfino Studios. Ja, es geht wieder weiter. Ich werde wieder zwei, drei Folgen aufnehmen. Wir sind ja gerade dabei, zwei Spiele zu entwickeln. Da haben wir einmal Mars Attack 4 und dann haben wir noch Ruf der Götter Remastered Version, wo wir gerade dran sind. Beziehungsweise den letzten Feinschliff schon noch machen. Ich lass mal gleich wieder laufen. Ich sehe noch gerade, wir haben noch offene Bestellungen. Einmal der zweite Teil von Special Team. Da sind 44.000 offen. Das heißt, wir werden mal... Wie viel werden wir denn produzieren? 100.000, 44... Die Frage, ja, 100.000. Es verkauft sich ja eigentlich noch recht gut, wenn man so schaut. Und dann haben wir noch Flucht von der Affenkopfinsel. Da haben wir auch offene Bestellungen. Würde ich auch sagen. Achso, wobei, da habe ich noch, sehe ich, da war eh was eingestellt. Weil zumindest bei der Affenkopfinsel. Gut, dann lassen wir es mal rennen. Wie schaut es hier aus? Die produzieren, das ist 68%, die hier haben nichts zu tun. Die könnten mal eine Auftragsarbeit erledigen, 20 Wochen, 11.000. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen, ein Projekt portieren. Wie schaut es hinten aus? Ruf der Götter. Ah ja, da sind sie schon dran. Den letzten Schliff. Die haben auch zu tun. Die haben zu tun. Ist eigentlich jeder beschäftigt, mehr oder weniger. Okay, die haben nichts zu tun. Das heißt, Updates. Brauchen wir noch irgendwelche Updates? Woche 20.000, offene Bestellungen haben wir immer noch 11.000 und hier haben wir auch offene Bestellungen. Okay, das heißt, dann werden wir da noch einmal 100.000 produzieren und hier auf jeden Fall auch 100.000 produzieren. Norwood Studios hat unsere Strategie-Engine lizenziert, das passt auch ganz gut. Dann haben wir hier Update. Wollen wir noch ein Update machen? Schauen wir mal. Weil Patches gleich gibt es ja keine, genau. Wir könnten hier für das Spiel, weil es verkauft sich noch, ist auch gerechtfertigt, mal ein drittes Update zu machen. Bei der Affenkopfinsel, gut, könnten wir auch noch probieren, aber es ist halt schon nicht mehr ganz so gut die Verkäufe, aber ich werde mal hier noch eine Kampagne machen. V-Sims Engine wurde lizenziert. So, wie viel haben wir denn da jetzt verkauft? 66.000. Gut, müssen wir schauen, wie es die Woche drauf ausschaut. Wir haben auf jeden Fall einen Plus gemacht mit dem Spiel, wo wir der Publisher sind. Das schaut gut aus. Fan-Kampagne könnten wir auch wieder mal machen. Wir eine Highscore-Meisterschaft. Dann könnten wir hier noch was tun. Und zwar, gut, machen wir einmal für die, oder warte, schauen wir mal. Affenkopfinsel 66 ist aktuell immer noch der Hype. Ja, dann können wir uns das mal anschauen. Also das einzige, was Sinn machen würde, wäre eigentlich Fernsehen, Radio. Wenn man schaut, hier kann man den Hype bis 50, da sind wir drüber. Das heißt, wenn wir noch einmal ein bisschen Hype machen wollen, dann eine Radiokampagne. 30.000 haben wir verkauft. Das heißt, dann werden wir da auf jeden Fall von dem nochmal 100.000 nachproduzieren. Flucht von der Affenkopfinsel verkauft sich ein bisschen über 7.000, das heißt, da kommen wir jetzt eigentlich noch ganz gut aus. Wir
könnte natürlich sagen, ein Update machen wir noch. Das wäre dann zwar schon das fünfte, aber ja. Aber es kostet uns, naja, ist nicht billig. Nicht wundern, wenn ihr einen Gesang hört, ist mein Kater. Der weiß gerade nicht, was er machen soll. Steht rum und singt. Ah, die haben. Achso, Blödsinn. Die sind da, die sind da. Die haben aber nichts zu tun hier. Die könnten hier das unterstützen auf jeden Fall. Ich möchte noch das eine Update und dann sollen sie ruhig unten. Können wir dann geschlossen produzieren. 19.000 verkaufen wir immer noch. Das heißt, dann würde ich da auf jeden Fall gerne noch einmal 50.000 produzieren. Na, Nero, was ist los? Keine Beschäftigung, ist ja langweilig. Ja, er schaut mich an und schaut. Na komm. Ich kann es gerne zuschauen. Nero. So. Bleib ruhig. So, jetzt liegt er bei mir. So, hier. Na gut. Wir haben ja Ruf der Götter remastered. Da könnten wir auch mal eine TV-Werbung machen. Die sind fleißig. Da rennt alles noch. Wie schaut es mit den Verkaufszahlen aus? Okay, Affenkopfinsel verkauft sich noch. Das heißt, dann werden wir hier noch einmal 25.000 nachlegen. Beim anderen Spiel verkaufen wir 18.000, 15.000. Da könnten wir sogar 50.000 halt. Jetzt habe ich das Falsche produziert. Egal. Wollte ich nicht, aber ist nicht ganz so schlimm. Haben wir ein bisschen mehr auf Lager. Was macht der Batch? Okay, der ist fertig. Das heißt, dann könnten die jetzt wirklich mal hier beide die Entwicklung unterstützen. Die Forschung. Gut, da können wir halt quasi die Konsolensachen einfach weitermachen. Wir haben über 500 Millionen, das heißt, wir können es uns leisten. Würde mich nur interessieren, ob es dafür irgendwas gibt, wenn man am Ende wirklich alles geforscht hat. Design Studio, also die Grafik ist hier fertig. Und das heißt, die können jetzt für Mars Attack arbeiten. Ja, dann sollen die da mal komplett einsteigen. Jetzt haben wir da Special Team 2, haben wir jetzt auch schon fast 800.000, ja, das ist okay. Flucht von der Affenkopfinsel, aktuell bei 118 Millionen. Beide Spiele verkaufen sich noch. So. Okay, die arbeiten noch an dem Projekt. Haben wir 6 Wochen noch Zeit. Eigentlich ein bisschen schneller laufen lassen. Sind die fertig? Schauen wir gleich mal. Hier kannst du Animationen aufwerten. Genau, da wollte ich schauen. Da haben wir alles. Mars Attack, da haben wir angefangen. Dann werden wir hier mal Stufe 2 in Angriff nehmen. 4.000, gut, da verkauft man nicht mehr so viel.
Adventure Engine ist lizenziert worden. 3000 verkauft man hier noch. Da wäre ich vielleicht vorsorglich trotzdem noch mal 10.000 produzieren lassen. Könnten wir vielleicht auch noch mal so eine kleine Kampagne machen. Ja. Mal schauen, vielleicht bringt es ja noch ein bisschen was. Gut. Ansonsten, die sind Spielbericht erstellen. Gibt es da noch welche? Nö, haben wir alles durch. Das heißt, die könnten... Gibt es noch Gameplay-Verbesserungen? Nö, da haben wir alles. Das heißt, was die machen können, ist Bugs entfernen. Master Deck 4, das ist einmal notwendig. Dann setzen wir da mal alle an, die wir haben. Dann sollen die sich drum mal kümmern. Flucht von der Affenkopfinsel. 38.000 haben wir noch. Wobei wir könnten da mal vielleicht noch an die Preise ein bisschen schrauben. Dass wir sagen, wir gehen. Wir haben jetzt 19. Gehen wir auf 9 Dollar runter für die letzten. Und Special Team 2, gut, das können wir mal lassen. Da haben wir immer noch 9.000. Ah ja, doch, ja. Verkaufszahlen gehen noch ein bisschen rauf. Das ist auch eine Sache, die man sicher noch öfter einsetzen könnte. So, da gehen wir mal unsere neuen Spiele. Und dann können wir ja... Gut, das verkauft sich eh noch. Dann machen wir noch Flucht von der Affenkopfinsel. Nehmen wir es noch einmal mit. Da wir sonst eh nichts anderes haben, was wir vorstellen können. 100.000 neue Fans. Vielleicht bringt das auch nochmal den einen oder anderen Verkauf. Naja, fast 4.000 haben wir wieder verkauft die Woche. Ist sogar jetzt leicht angestiegen. Das andere ist auf 300 unten, aber da haben wir auch noch 8.000 auf Lager. Oh, wir haben einen Videogame-Boom, plus 50% verkaufte Spiele. Das hilft uns natürlich. So, dann machen wir hier nochmal eine Fernsehwerbung. Dann gehen wir in die Forschung. Probiere ich das jetzt noch einmal mit den automatischen Forschungen. Mal schauen, ob es diesmal geht. Oder ob das bei der Forschung einfach nicht funktioniert. Wie schauen wir hier aus? Die sind fertig. Da wird gerade an der Musik noch gearbeitet. Das ist schon für Master Deck. Ich glaube, da fehlt nicht mehr so viel. Okay, ich glaube... Da haben wir, ich kontrolliere noch, arbeitet irgendwer an dem Spiel noch? Oder können wir irgendwas noch machen, soundmäßig? Nö, da sind wir fertig. Dann andere Abteilung ist fertig, Design ist fertig. Dann können wir Ruf der Götter die Remastered-Version rausbringen. Und schauen wir mal, wie gut es diesmal ankommt. Naja, punktemäßig so... So lala. Also es liegt halt daran, weil wir quasi, wir nehmen ja das alte Spiel, das heißt, wir können von den Wertigkeiten selber nicht wirklich was verändern, sondern einfach nur mit der neuen Engine das Ganze halt überarbeiten quasi. Und also schauen wir mal. Nehmen wir uns auch wieder Zeit. Sagen wir 3 Wochen. Ruf der Götter.
So, Verkauf ist geplant $9 für die Remastered-Version. Wenn ich jetzt sage automatisch, was macht er dann? Sie fragen $9 im. Könnten wir eigentlich sagen wir, wir machen es um $12 Anleitung, Poster, wir müssen $7 Gewinn machen. Barbaren haben wir was dazu gewonnen. Sega haben wir was dazu gewonnen. Oh, im gleichen Genre gibt es aktuell zwei Spiele, aber in dem Thema gibt es keines. Naja, wir sind über 70. Über 80. Handy ist gerade angegangen. So, schnell noch auf lautlos. Wir haben na doch 83%. Spielspaße, Wort, Grafik, Sound, Daumen nach oben, Kaufempfehlung bekommen. So, das passt auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir produzieren mal 250.000. Machen noch mal eine Werbung fürs, also na, Blödsinn. Ich wollte eine Kampagne noch für die Remaster-Version machen. Wir können ja auch schon einen Patch nachlegen. Das kostet uns der 793.000. Sollen die das gleich unterstützen? Dann kann man es eigentlich wieder laufen lassen. Wie schaut sonst aus mit den Verkaufszahlen? Special Team, der zweite Teil ist jetzt vom Markt genommen worden. Wir haben 14,29 Millionen Umsatz erzielt und unser Anteil war 849, also knapp 850.000 fast. Das ist eigentlich ganz gut. Da kann man nicht meckern. So, was sagt eigentlich die Zeit? 17 Minuten. Haben wir noch mehr als genug? Fan-Kampagne, können wir mal eine Spieleverlosung machen. Und wir werden auch schon einmal starten. Eine erste Kampagne für unser Mass Attack 4 Spiel. Wie schaut es aus mit dem Spiel? 62%. Die Bugs sind fast draußen. Die anderen Abteilungen sind alle fleißig drinnen. Genau da. Wobei das eine, das werden wir so machen, die machen die 3. Und hier die Soundabteilung. Die kriegen auch noch einen Auftrag. Müsste zu zweit eigentlich ganz gut gehen. 2,9. Oh, Affenkopfinsel brauchen wir sogar jetzt wieder ein bisschen was. Ah, hat sich doch ausgezahlt, um mit dem Preis nochmal runter zu gehen. Wir haben nochmal 25.000 nachbestellen. Hoppala, wie viel? Oh. 2,29 Millionen. Okay, da haben wir viel zu wenig. Spiel produzieren. 1 Million. Spiel produzieren. 1 Million. Spiel produzieren. 1 Million. Dann produzieren wir 3 Millionen jetzt. Ja. 1,19 Millionen haben wir in der Woche angebracht. Und wir haben immer noch massig Anfragen.
It Came from the Sea, dritter Teil, unser Gewinnanteil 1,12 Millionen. Wir haben immer noch 317. Kann natürlich sein, dass wir natürlich damit den Preis etwas weit unten war. Wobei ich bin von den vorgegebenen quasi eigentlich hochgegangen, aber ja, wie man sieht, sehr gefragte Spur. Jetzt haben wir 800.000, wir haben immer noch über Spiel produzieren. So, um den Preis reißen wir uns das richtig aus der Hand, das Spiel. Ruf der Götter. Da könnte ich eigentlich mal sagen, ups, das wollte ich nicht. Spiel produzieren. Sollen dir mal schauen, dass immer 1,5 Millionen da sind. Von Anfang mal. Was macht unser Update? Ah, da könnte man eigentlich jetzt, nachdem es ein paar Wochen draußen ist, eigentlich noch ein zweites Update jetzt raushauen. Ah, Ruf der Götter im Master, das verkauft sich fast von alleine. Wenn wir hier auch noch mal mitproduzieren, jeweils eine Mille. So, jetzt tun die alle automatisch produzieren. Weil ich jetzt nicht, weil ich das wirklich will. Lassen wir es einmal durchrennen, dann kann man es wieder abbrechen. Wenn die einmal durch sind mit dem Auftrag. Flucht. Da haben wir 500 offen. Das heißt, wenn wir da dann noch eine kleine Bestellung hinterherhauen. Die 937 sind eigentlich egal. Wir sollten erstmal schauen, dass wir Beruf der Götter das unter Kontrolle bekommen. Mad Games Award. Schauen wir mal, ob wir da diesmal was reißen. Nö, diesmal nicht, aber Arcade Engine Version 2 wurde lizenziert. Und wir haben immer noch. Ah, okay, das ist auch interessant, wenn man da mehrere eingestellt hat zum Produzieren. Machen die was? Doch, die rennen an. Okay. Doch, das sind alle jetzt zum Produzieren. Ja, rennt. Schaut ganz gut aus. Hyper Jump, dritter Teil, kriegen wir 2,65 Millionen. Adventure Engine Version 3 ist lizenziert worden. Dann machen wir mal eine eigene Messe. Wir haben hier noch immer eine. Jetzt schaue ich nur, das habe ich doch eine Million eingegeben. Little Joe, zweiter Teil, 1,15 Millionen. Also die sind alle eigentlich, die produzieren. Hm, 86 Millionen. Wir könnten. Okay, Flucht von der Affenkopfinsel ist jetzt vom Markt genommen. Das heißt, die letzten Bestellungen sind quasi storniert worden. Wir haben einen Umsatz von 189,36 Millionen gemacht und dabei einen Gewinn erzielt von 119,21 Millionen. 10 Millionen Einheiten verkauft, 93 Wochen war es in Verkauf, das Spiel. Das ist sehr gut, finde ich. So, dann werden wir hier jetzt in Auftrag geben noch das dritte Update. So, Entwicklung unterstützen.
Ah, haben die nichts mehr zu tun? Oh doch, die sind hier durch. Ja gut, dann sollen die jetzt noch die letzte Stufe machen. Center Teil 3, 1,54 Millionen. 89, 90%. Forschung. Gut, was haben wir denn da noch? Ja, macht's da einfach mal weiter. Wie schaut's hier aus? Die produzieren. Wobei wir jetzt langsam wird's weniger. Also was die offenen Bestellungen betrifft. Weil ich hier mal. Hoppala. Ja. So, warte, die produzieren jetzt noch einmal nach. Aber ich werde dann hier und hier, wenn das durch ist, dann mal abbrechen. Ja, wobei wir haben jetzt 1,13 Millionen verkauft. Da waren aber auch noch Restbestände dabei. So, dann werden wir hier jetzt abbrechen. Wir brauchen nicht so viel. Können dann hier eigentlich auch abbrechen. Und hier eigentlich auch abbrechen. Und dann schauen wir mal, wie viel wir wirklich jetzt noch verkaufen. Der Hype ging ein bisschen runter. Da könnte man natürlich jetzt sagen, wir machen noch einmal eine Fernsehwerbung. Um ihn noch mal ein bisschen hoch zu bringen. Man sieht, aktuell sind wir jetzt bei 155.000. Würde natürlich Sinn machen, wenn wir ein Update noch raushauen. Das wäre dann das vierte. Ja, und die sollen mithelfen. Masedeck 4 wäre fertig, aber wir warten natürlich noch, bis alle Arbeiten erledigt sind, die irgendwie dazugehören. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist ein Spielbericht zu Ruf der Götter. Da würde mich interessieren, können die, das geht leider nicht, dass man das unterstützt. Das heißt, die haben gerade aktuell wirklich nichts zu tun. Was werden eigentlich so angesagt? Rollenspiel und Kolonisierung. Könnte man natürlich sich was überlegen, aber ich sehe gerade 27 Minuten. Ich werde an der Stelle die Folge beenden. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Mad Games Tycoon. Tschüss!